Warum hast du dich überhaupt dafür entschieden, ein Anhänger von EOTAS zu Raised werden? that way. My family's been Aothasian going way back. Suppose it wasn't much of a choice at first. Don't know for sure why my family started worshiping him. Probably because of Gon looking after folks like us. Ich bin so aufgewachsen. Meine Familie sind schon lange Eotasier. Ich glaube, eine andere Wahl hatte ich gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, warum meine Familie begann, ihm zu huldigen. Wahrscheinlich, weil Gon auf Leute wie uns aufpasste. Er blickt dir verschwörerisch in die Augen. Es könnte aber auch sein, dass mein Vorfahre etwas so Schlimmes getan hat, dass nur Eotas ihm vergeben könnte. Das würde zumindest erklären, woher ich einige meiner wenigen erfreulichen Wesenszüge habe. Hast du ihn nur verehrt, weil du so aufgewachsen bist? There was something I genuinely liked about Aethys. Always. Like he understood people better than the other gods. Knew all our flaws and weaknesses and accepted us for that. Folks are at their worst when they're afraid. A god like Aethys, he made you realize there was nothing to fear. Made you a better person. Er schüttelte den Kopf. Es gab etwas, das mir an Eotas wirklich gefiel. Immer. Als ob er die Leute besser als die anderen Götter verstehen würde. Er kannte all unsere Schwächen und Fehler und akzeptierte uns trotzdem. Wenn die Leute Angst haben, sind sie am schlimmsten. Ein Gott wie Eotas aber machte einem klar, dass es nichts zu fürchten gab. Er machte einem zu einer besseren Person. Wahrscheinlich, weil Eotas der beste Gott war. Natürlich, er geht dann ein paar Jahre weg und schaut sich an, wie sich die Dinge entwickelten. Das heißt, ich glaube, dass Whitewind nicht für Eotas sprach. Was his actions. Not when he started his rebellion, not even when he took over Raed Seris. Was when he sent his armies into Deerwood. Seine Taten, nicht als er seine Rebellion begann und die mal Raed Seris übernahm, sondern als er seine Armeen in den Dürrwald hineinschickte. Bis zu diesem Zeitpunkt brach er für seine Leute eine Lanze. Das ist eben, was Eotas tut, zumindest der Teil von ihm, der Gon ist. Diese Bauern waren am Verhungern, ihre Regierung aber rührte keinen Finger. Ich dachte mir, wenn es nicht Eotas selbst war, dann hatte er zumindest die richtige Idee. Aber dann schickte er Armeen über die Grenze und letztendlich ging er selbst hinüber. Man sagte, er würde Jagd auf Flüchtlinge machen, die der Rebellion entkommen waren, dass er sie bestrafen wollte und uns dafür, dass wir ihn gestattet hatten, hier zu leben. Das schien mir einfach nicht richtig zu sein, denn das sind die Taten eines rachsüchtigen Gottes. Skein oder Vodica vielleicht. Und einfach nur ein Mann, der seinen Verstand verloren hat. Es fällt mir immer noch schwer, das zu glauben. Leider aber ist niemand mehr übrig, den ich fragen könnte, ob es stimmt. Erzähl mir über die Säuberung. You sure you don't want to talk about something more pleasant, like the War of Black Trees or the Legacy or something? Edea schaut dich an, als ob er direkt in die Sonne schauen würde. Willst du wirklich nicht über ein angenehmeres Thema sprechen? Den Krieg der schwarzen Bäume, das Vermächtnis oder sowas? Wenn man sieht, wie nackt man ist, wenn man keinen Gott hat, der einen schützt, das öffnet einen ganz schön die Augen. Im Krieg des Heiligen war es schwer, ein Dürrwälder zu sein. Manche Leute sahen das vielleicht als Endzeit an. Sie schwangen große Reden darüber, wie wir einen Gott besiegen würden, aber ich glaube, von hier bis zum Weißmark gab es keinen einzigen Mann, der nicht damit rechnete, zu sterben. Wenn man denkt, dass man durch jemand anderen zu Tode kommt, dann ist das nicht gut für den Verstand. Denn damit ist aufwallende Wut verbunden, Empörung. Und jetzt stell dir ein ganzes Land vor, das so drauf ist. Könnte gut sein, dass es in Kaltmorg angefangen hat, einem Grenzdorf. Sie ließen Whitewind einfach durchmarschieren. Der Rest des Dürrwalds verfluchte ihren Namen bis zum Ende des Krieges. Einige sagen, es wären die Eotasier gewesen, die die Dörfler dazu überredet hatten, keinen Widerstand zu leisten. Andere sagen, dass es einfach nur Feigheit gewesen war. Diesbezüglich verhielt es sich wie mit dem Vermächtnis. Keiner kannte den tatsächlichen Grund, also reimten sie sich einfach etwas zusammen, was für sie den meisten Sinn ergab. Wie auch immer, dieses Dorf brannte schon bevor die ersten Ascheflocken von Eotas den Boden berührten, und nachdem sie so hilflos gewesen waren, fühlte es sich für die Leute dort gut an, die Kontrolle zu haben. Also verbreiteten sich die Feuer und viele von uns Eotasianer ergingen es so wie unserem Gott. Von der Kirche Magrans wurden Behauptungen laut, dass die Säuberung in Wirklichkeit von ihr befohlen worden war. Das zu glauben fiel mir schwer. Für mich klang das nach Leuten, die taten, wonach ihnen der Sinn stand, und hinterher allein ihre Göttin dafür verantwortlich zu machen.
Andererseits bestätigt das meine Meinung, die ich vom White Van hatte. Ja. Ich will noch etwas anderes fragen. Mind? Also die ganzen Kriege im Dürrwald sind eine düstere Vergangenheit. Was aber auch gut ist, weil nicht jedes Spiel kann Friede, Freude, Eierkuchen und Happy End sein. Gerade solche Geschichten werden durch die Tragödien geprägt. Ich möchte etwas über dich fragen. Wenn du dir sicher bist. Was hast du hier vorgetan? Oh, other than the war, I never strayed too far from where you found me. Farming, mostly. I was never much for cities. Never learned a trade. Oh, abgesehen vom Krieg bin ich nicht weit von dem Ort weggekommen, wo du mich gefunden hast. Hauptsächlich habe ich die Felder bestellt. Da ich nie ein Handwerk gelernt habe, waren mir die Städte immer eine Kragenweite zu groß. In my younger days, I thought I was going to go preach the word of Aethys. Just in our temple there. My parents encouraged it. I made so much trouble for them growing up. They used to say it'd be best if I got in good with the God of Redemption. In jüngeren Jahren dachte ich, ich würde einmal das Wort Iotas predigen. Nur in unserem Tempel dort. Meine Eltern standen dahinter. Ich hatte ihnen als Heranwachsender so viele Schwierigkeiten bereitet, dass sie immer sagten, ich sollte mich besser mit dem Gott der Erlösung gutstellen. Of course, us blowing him up probably didn't help my chances there. But if anybody'd forgive you for blowing him up, it'd be Aethys. Dass wir ihn in die Luft gejagt haben, hat meine diesbezüglichen Chancen wohl nicht gerade verbessert. Aber wenn einem jemand vergeben würde, ihn in die Luft gesprengt zu haben, dann wäre es Iotas. Hat die Bevölkerung von Goldheim wirklich versucht, dich umzubringen? They did. It was strange timing, because we just won the war. They celebrated when I came home. There was music and dancing. Trumbull used half his grain making this big honey cake. I still dream about that cake. Like having the best lover of your life, but only for one night. And they were all sorry to hear about my brother. Sie, ja, das haben sie. Der Zeitpunkt war recht seltsam, da wir gerade den Krieg gewonnen hatten. Als ich nach Hause kam, feierten sie gerade, es gab Musik und Tanz. Trumbull hatte die Hälfte seines Getreides für diesen riesigen Honigkuchen verbraucht. Von diesem Kuchen träume ich immer noch ab und zu. Das war wie der beste Sex seines Lebens, aber nur für eine Nacht. Und es tat ihnen allen leid, vom Schicksal meines Bruders zu erfahren. Took a while for word of the purges to reach us. Aethasians being murdered in the streets. Cold Morn and the like. No way would they let something like that happen in Gilded Vale. That's what they all said. Dauerte eine Weile, bis uns die Nachrichten von den Säuberungen erreichten. Iotasier wurden auf offener Straße ermordet, in Kalkmorg und solchen Orten, meine ich. Hier in Goldheim hätte man nicht zugelassen, dass so etwas passiert. Das jedenfalls sagten sie alle. But the weeks went by and the purges spread. Pretty soon they weren't so sure my brother fought for Deerwood. And they weren't so sure I did. Aber die Wochen vergingen und die Säuberungen weiteten sich aus. Schon bald waren sie sich nicht mehr so sicher, ob mein Bruder für den Dürrwald gekämpft hatte, und dachten sie das auch über mich. Caught me by surprise after all the celebrating. Should have seen it coming after the tailor said he was gonna fit me for some new clothes, but then all he wanted was my neck measurement. Nach all den Feierlichkeiten hatte ich das nicht erwartet. Er lachte, ich hätte sie eigentlich kommen sehen sollen, nachdem der Schneider, der mir neue Kleidung anfertigen sollte, nur meinen Halsumfang wissen wollte. Wirklich? Nah, not that last part. But you had to think about it. Says a lot about the place I've been calling home all these years. Der zog mir den Schultern. Nein, nicht diesen letzten Teil, aber du musstest darüber nachdenken. Das sagt einiges über den Ort, den ich seit so vielen Jahren mein Zuhause nenne. Warum bist du so lange in einem Dorf geblieben, wo man dich hasste? I'm sure my parents are still wondering the same thing. The Aethasian purges were like this madness had come over the town, like a disease. Seems like when you see something like that, your instinct is to wait for it to pass, even when you know it probably won't. Meine Eltern stellen sich bestimmt noch dieselbe Frage. Der Wahnsinn der Eutasianer-Säuberung legt sich wie eine Krankheit über das Dorf. Anscheinend sagt einem der Instinkt, dass man es aussitzen sollte, wenn man so etwas sieht, selbst wenn man weiß, dass es wahrscheinlich nicht vorbeigehen wird. The family whose farm I worked on, they had a little hollowborn girl. And they heard the Animancers had this cure, the salvation it was called. They went running. Gedanken verloren hätte der einen Moment lang inne. Die Familie, auf deren Bauernhof ich arbeitete, hatte ein kleines, hohlgeborenes Mädchen.
Als sie hörten, dass die Beseeler diese Heilung kannten, die Erlösung, wie man es nannte, ging alles sehr schnell. This salvation, they were putting animal souls in children. You might have heard about it, giving them enough personality to care for themselves. Well, you can guess how that turned out. Matter of time, the children broke down, became wild things, monsters. Bei dieser Beseelung ging es darum, Tierseelen in Kindern zu implantieren. Vielleicht hast du schon davon gehört. Das Ziel war, den Kindern genügend Persönlichkeit zu geben, damit sie sich um sich selbst kümmern konnten. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie das ausgegangen ist. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kinder mental zusammenbrachen und zu wilden Dingen wurden. Monstern. Anyway, these farmers put their family dog's soul in their little girl. For a while, the girl, she's making eye contact, she's feeding herself, albeit in a kind of messy way. Then one day she snaps. They found her gnawing on her brother's bones. Had to chain her up, put her in a cow pen. Wie auch immer, diese Bauern ließen also die Seele ihres Hundes in ihr kleines Mädchen implantieren. Eine Weile lang schaute einem das Mädchen in die Augen, aß selbst, wenngleich ziemlich unschön. Eines Tages aber schnappte sie dann über und man fand sie, wie sie an den Knochen ihres Bruders kaute. Sie mussten sie anketten und in einen Kuhstall sperren. Well, the mother, she wouldn't have anything to do with the girl after that. But the father, he'd visit every day, feed her chickens, toss water on her once in a while to get the dirt off. Most of the village, they'd whisper about him. Poor man, they'd say, sick with grief. Die Mutter wollte mit dem Mädchen danach nichts mehr zu tun haben. Der Vater aber besuchte sie jeden Tag und gab ihr Küken zu essen. Ab und an schüttelte er einen Kübel Wasser über sie, um den Schmutz abzuwaschen. Was das ganze Dorf flüsterte hinter seinem Rücken über ihn. Armer Mann, sagten sie, krank vor Trauer. He was just waiting for his daughter to look up one day and recognize her papa. He was waiting for her to get better. Didn't understand that at the time, of course, but these days I think about him a lot. Er schüttelt den Kopf und kneift nachdenklich die Augen zusammen. Er wartete nur darauf, dass seine Tochter eines Tages hochschauen und ihren Papa erkennen würde. Er wartete darauf, dass es ihr besser ginge. Damals verstand ich das natürlich nicht. Heutzutage denke ich oft an ihn. Hast du Familienangehörige? Jetzt nur noch meine Eltern. Bei Beginn der Säuberung nahmen sie ein Schiff zurück nach Edir. Sie wollten, dass ich sie begleite, aber ich sah die Dinge nicht so wie sie. Ist schon viel Zeit vergangen, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich sollte sie wirklich besuchen, aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich nicht danach, mein Zuhause zu verlassen. Gut, dass sie mich hinausgejagt haben, sonst wäre ich vielleicht nie gegangen. Erzähl mir über deinen Bruder. Woden was about everything you'd want your firstborn son to be. Dutiful, honest. Put thought into everything he did. Real pain in my ass. Made me look bad about every way he could. Woden war alles, was man von einem erstgeborenen Sohn verlangen konnte. Frisch, pflichtbewusst, ehrlich, tat nichts Unüberlegtes. Er lacht. Er machte mir wirklich das Leben schwer und ließ mich dumm aussehen, wo er nur konnte. Tat er zwar nicht absichtlich, aber das machte er natürlich nur. Das machte es natürlich nur noch schlimmer. Not that he didn't get into trouble himself. He was just better about feeling guilty after. We used to have this farmer near us, Hereward. Couldn't stop talking about how well he cared for his chickens. How their feathers were the whitest in town. Convinced the butcher to pay him double what the other farmers got. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht auch in Schwierigkeiten brachte. Er konnte hinterher bloß besser mit seinen Schuldgefühlen umgehen. Bei uns in der Nähe gab es diesen Bauern namens Hereward. Er konnte einfach nicht aufhören, immer zu erzählen, wie gut er sich um seine Hühner kümmerte, dass ihre Federn die weißesten im ganzen Dorf seien. Er überzeugte den Metzger, ihm das Doppelte von dem zu bezahlen, was er den anderen Bauern gab. Me and Woden got tired of hearing it. I was maybe 11, 12 at the time. We borrowed about 6 different dyes from the dyer one night. Dyed Harrowards chickens every color but white. Woden und ich waren es leid, dauernd zu hören. Ich war damals vielleicht 11 oder 12. Der grinst breit, als er sich an etwas erinnert. Einmal haben wir 6 verschiedene Farben vom Färber ausgeliehen. Wir haben Herwarts Hühner mit allen möglichen Farben gefärbt. Next morning the butcher comes knocking, ask him for 6 of his whitest chickens. We were feeling great. Up until Harrowards saw what we'd done. He just got on his knees and cried right there. All those colorful chickens around him not knowing what to make of it. Am nächsten Morgen dann klopfte der Metzger und verlangte 6 seiner weißesten Hühner. Edir kichert und strahlt voll schelmischem Stolz.
Wir fühlen uns großartig. Bisher war Zar, was wir getan hatten. Er fiel einfach an Ort und Stelle auf die Knie und weinte, und all seine farbenfrohen Hühner um ihn herum wussten gar nicht, wie ihn geschah. I thought it served him right, but I could tell Woden had other thoughts. Sure enough, the next day, every one of those chickens had been scrubbed down. They weren't white, mind you, but Woden sure tried. Never said a word to me about it, but I knew. That was Woden.